Kurznachrichten. Groß auf der ARD. Geflügel und Schweine, die sich mit Grippeviren infizieren, können auch Menschen anstecken. Doch wie groß ist die Gefahr? Und kann sich daraus eine neue Pandemie entwickeln? Liebe ARD, bevor es in die nächste Runde geht, löscht wenigstens die Dokumentation Geschäft mit der Angst von Arte auf YouTube. Ein normales Leben sollen die Menschen ja sowieso nicht wieder leben. So schrieb es zumindest Klaus Schwab im Vorwort zu The Great Reset. Ich zitiere, am 19. Oktober 2021, ein Dienstag. Das Robert-Koch-Institut meldet 6.771 Neuinfektionen. Elternvertreter fordern eine Impfpflicht für das Lehrpersonal. St. Petersburg verschärft seine Corona-Maßnahmen. Das ist in Russland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plädiert für eine Beendigung der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite. Originalton: Damit wird ein seit dem 28. März 2020 und damit mithin seit fast 19 Monaten bestehender Ausnahmezustand beendet. Sind genug Existenzen ruiniert? Lettland macht es anders. Es verhängt einen landesweiten Lockdown. Auch Neuseeland meldet einen Rekord an Neuinfektionen. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, Fischbach, hat sich für eine Abschaffung der regelmäßigen Coronavirus-Tests an Schulen ausgesprochen. Das Ganze gegenüber der Bild-Zeitung, deren Chefredakteur Julian Reichelt ist seinen Posten bei Springer los. Johannes Boje ist der neue Vorsitzende der Bild-Chefredaktion. Der Axel Springer Verlag, Hinweis an die ARD, Axel Springer selbst lebt nicht mehr, begründet das Ende der Zusammenarbeit mit Reichelt an der Spitze von Deutschlands größter Boulevardzeitung so: Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat. Deshalb hält der Vorstand jetzt eine Beendigung der Tätigkeit für unvermeidbar. Es gab Vorwürfe zu Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Springer-Chef Döpfner überreichelt, er hat Bild journalistisch hervorragend entwickelt und mit Bild Live die Marke zukunftsfähig gemacht. Nun sind wir soweit, sie bekriegen sich selbst, wie unästhetisch. 7-Tage-Inzidenz Deutschland 75.1, Österreich 172.0. Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist in Wien laut Gesundheitsstadtrat Hacker, SPÖ, gut unter Kontrolle. Er sieht ein Ende im nächsten Jahr. In Österreich will jede zweite Pflegekraft aufhören. Voraussichtlich übermorgen sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen beginnen. In Südkorea wurde eine Verteidigungsmesse eröffnet. In der Regel sind das Werbeveranstaltungen für die Rüstungsindustrie. Nordkorea kommentiert mit einem erneuten Raketentest. Myanmars Regierung lässt tausende Gefangene frei. Russland stellt die Arbeit seiner Vertretung bei der NATO laut Außenminister Lavrov ab dem 1. November ein. Die NATO soll laut dem stellvertretenden Leiter der russischen Delegation im ersten Ausschuss der UN-Generalversammlung, Belousov, ihre Eindämmungsstrategie gegenüber Moskau aufgeben und Schritte zur Deeskalation unternehmen, um den Dialog mit Russland zu ermöglichen. Dem tschechischen Präsidenten Zeman droht ein Amtsenthebungsverfahren aus gesundheitlichen Gründen. Tschechien schafft die Umsatzsteuer auf Strom und Gas befristet ab. Grund die gestiegenen Energiepreise. Polens Justizminister will gegen Deutschland eine Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichen. Der Grund ist das deutsche System zur Nominierung von Richtern am Bundesgerichtshof, das laut Ziobro, so heißt der Mann, überprüft werden soll. Und da könnte mehr. Der erste Strang von Nord Stream 2 ist mit technischem Gas gefüllt. Kiew, die Ukraine, will an dem Zulassungsverfahren von Nord Stream 2 teilnehmen. In Kuwait ist ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Es gibt Verletzte. Der Iran wird nächste Woche in der Hauptstadt Teheran eine Konferenz über die politische Zukunft und die Bildung einer neuen Regierung Afghanistans veranstalten. Erneut gab es eine Schießerei in der Nordural-Region Russlands. Das Ganze in einer Schule, in einer Kleinstadt. Ein Minderjähriger hat das Feuer eröffnet. Feuer auch in Athen, die olympische Flamme für Peking 2022 wurde entzündet. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Tegatz hat sich für die Einführung von temporären Grenzkontrollen nach Polen ausgesprochen. Grund die illegale Zuwanderung. Wegen steigender Flüchtlingszahlen auf der Route über Weißrussland will die Europäische Union den Druck auf die dortige Regierung erhöhen. Auch die ARD berichtet das. Natürlich nimmt sie die Bezeichnung Regime. Das macht man, wenn man intellektuell in kalten Kriegsstrukturen lebt. Ex-US-Präsident Donald Trump hat dagegen geklagt, dass Dokumente zum Sturm auf das Kapitol veröffentlicht werden. Der US-Sonderbeauftragte für Afghanistan tritt zurück. Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit hat am Montag ein groß angelegtes Manöver in Tadschikistan nahe der Grenze zu Afghanistan begonnen.
4000 Militärangehörige und über 500 Einheiten Technik nehmen teil. Der frühere Bundesminister Thomas de Maizière ist der neue Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Antje Ravik-Strubel erhält für ihren Roman Blaue Frau den Deutschen Buchpreis 2021. Gratulation. Ex-Finanzminister Gualtieri ist Roms neuer Bürgermeister. Der ehemalige US-Außenminister Powell ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er verlor laut Angaben seiner Familie den Kampf gegen Covid-19. Er war vollständig geimpft, hatte allerdings auch Krebs. Von 2001 bis 2005 war er unter Präsident George W. Bush Außenminister der USA. Er log dort Kriegsgründe herbei. Die Polizei hat laut Medienberichten Zweifel an den Schilderungen des Sängers Gil Ofarim zu den angeblich antisemitischen Vorfällen in einem Leipziger Hotel. Der Sänger hält an seiner eigenen Darstellung fest. Berichtet hatte Bild am Sonntag. Naja, Julian Reichelt fehlt ja nun, vielleicht orientiert man sich neu. Heftigen Regen und Überschwemmungen gab es in Vietnam. Man zählt 3 Tote, 4 Verletzte. Heute oft dicht bewölkt, gebietsweise mit Regen. Im Laufe des Nachmittags lockert es im Südwesten auf. 10 bis 20 Grad. Morgensonne, Wolken, mild. Donnerstag mehr Wolken, Gewitter. Ab Freitag wird es erheblich kühler. Mach Alternative Music.